Wir sind beim Softwareunternehmen Lobster in Pöcking, ganz in der Nähe des Starnberger Sees. In der Villa Habsburg entwickeln Geschäftsführer Jürgen Schmiedzek und sein 40-köpfiges Team Softwarelösungen rund um das Thema Datenmanagement. Im Erdgeschoss sitzt die Vertriebseinheit. Hier wird viel telefoniert, vor allem aber beraten und akquiriert. Doch warum gerade in einer Villa? War ein komischer Zufall, weil wir automatisch aufmerksam gemacht worden sind von dem Bürgermeister hier von Pöcking, nachdem wir gesagt haben, dass wir hier Geschäftsräume suchen und zufälligerweise gerade diese Räume frei geworden sind und die Erben der Familie Habsburg gerade Nachmieter gesucht haben. Also ein glücklicher Umstand. Auch wenn das Ambiente zum Träumen einlädt, auf den oberen Etagen wird intensiv gearbeitet. Datenkonvertierung und Datenintegration, so einfach wie möglich, das steht bei Lobster an erster Stelle. Und wie sehen die Pöckinger das Thema Industrie 4.0? Die größte Herausforderung, die wir eigentlich über unser Unternehmen sehen im Bereich der Technologie, wir haben heute schon Möglichkeiten, technologisch solche Szenarien abzubilden, Daten von Sensoren und Maschinen anzubinden über unsere Technologie. Was spannend wird über die nächsten Jahre, wird sicherlich, welche Geschäftsmodelle entstehen. Da sind wir in sehr engem Dialog mit unseren Kunden, begleiten sie, unterstützen sie. Aber das wird eine sehr, sehr spannende Herausforderung, welche neuen Geschäftsmodelle entstehen, welche neuen Services, die wir dann technologisch sehr gut unterstützen können, weil wir Stand heute schon alle Voraussetzungen dafür erfüllen. Und damit das so bleibt, beschäftigen sich die Entwickler täglich mit der Optimierung der verschiedenen Softwarelösungen. Vor allem das Programm Lobster Data kommt dem Thema Industrie 4.0 schon sehr nahe. Warum, erklärt uns Jürgen Schmiedzek. Lobster Data ist eine universelle Datendrehscheibe, eine Software für sogenannte hybride Integrationen, also sprich ein einziges Software-Tool, um sämtliche Integrationsherausforderungen, die Kunden haben typischerweise, in dem Bereich abzudecken. Sprich, man hat typischerweise on-premise sogenannte fest installierte Anwendungen, man hat die neuen Cloud-Anwendungen, man hat mobile Anwendungen, das heißt, man hat sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungen, deswegen hybrid. Diese alle zusammenzubringen, Daten darüber auszutauschen mit Geschäftspartnern, der klassische EDI-Bereich, aber auch eben die neuen Kommunikationswege über mobile Cloud-Anwendungen. Idealerweise gehen Sie zu dem Mastermind von Lobster Data, nämlich dem Herrn Brehme, unser Entwicklungschef, weil der kann Ihnen ganz genau sagen, was dahinter steckt. Gesagt, getan. Wir finden Entwicklungsleiter Steffen Brehme an seinem Arbeitsplatz. Er kennt Lobster Data wie seine Westentasche, kann uns die Vorteile der Software ganz genau erläutern. Mit Lobster Data haben wir eine Integrationsplattform oder Tool, das nicht nur EDI-Prozesse abbilden möchte, sondern oder Enterprise Application Integration, wie so schön im Neudeutschen heißt, sondern wir wollen einfach ein Tool haben, mit dem wir einfache Aufgaben wie bis zu komplexen Integrationsaufgaben innerhalb des Unternehmens oder auch zu Partnern und Lieferanten abbilden möchte. Und das Ganze ohne Programmierung. Die Türen stehen also offen für das Zukunftsprojekt. Auf die Frage, welche Veränderungen Industrie 4.0 für Lobster mit sich bringen wird, hat Jürgen Schmiedzek eine klare Antwort. Es wird uns in internationale Märkte bringen. Es wird uns dementsprechend auch weiterführen in der Entwicklung der Produkte im Sinne von Online-Kollaboration. Es wird neue Anforderungen geben. Die Menschen müssen anders zusammenarbeiten. Die Welt wird sich auch digitalisieren, auch in der Arbeitswelt. Von daher werden wir uns da weiterentwickeln. Es wird uns nicht maßgeblich verändern. Wir sind heute schon technologiegetrieben. Wir sind Innovationsführer. Und von daher werden wir diese Chance ergreifen, um uns weiterzuentwickeln, unseren Kunden neue Dimensionen eröffnen, mit dieser neuen Welt umzugehen. Wir drücken die Daumen und wünschen dem gesamten Lobster-Team alles Gute für eine erfolgreiche Zukunft im Zeitalter von Industrie 4.0.